ist gläubiger als ich. Ja, das ist ja jetzt nicht. Das bringt Frank nicht raus. Ja? Ist halt genau. Bitte mal alle her schauen. Ich habe extra für heute was Interessantes mitgebracht. Ziemlich deformiert, nicht wahr? Und dessen nicht genug. Hier ist auch noch ein Loch. Das heißt, da ist etwas verloren gegangen, was da eigentlich noch hinzugehört. Das heißt, ein mehr oder weniger wichtiger Teil des Ganzen ist verloren. Im Gegenzug ist dann auch noch was dazugekommen, was da ursprünglich gar nicht hingehört. Man kann sich jetzt streiten, ob das gut aussieht oder ob es doch eher stört. Auf jeden Fall ist das ganze Blech nicht mehr so, wie es der Erfinder ursprünglich gewollt hat. Mit einem Wort, alles sehr deformiert. Ich könnte auch nicht sagen, ob die Deformation plötzlich gekommen ist oder ob sie sich über Jahre eingeschlichen hat. Ist ja eigentlich auch egal. Jetzt ist das Ding deformiert und jeder vernünftige Mensch wird sagen, das kann so deformiert nicht bleiben. Aber Papa sagt, Martin, wenn du daran was änderst, dann fliegst du bei uns raus. Schau doch nur mal, wie schön der lang glänzt und funkelt. Papa sieht also keinen Grund, die Deformation zu beseitigen. Bitte mal alle hinschauen, wie schön der Lack glänzt und funkelt. Wer mich kennt, weiß, ich heiße gar nicht Martin. Aber Luther heißt mit Vornamen Martin. Dr. Martin Luther. Und Papa ist der lateinische Begriff für den Papst. Der Papst ist also der Meinung, dass man diese Deformation nicht ändern müsste. Und damit ist die Katze aus dem Sack. Der Papst hat Luther wegen seiner 95 Thesen aus der Kirche rausgeworfen. Denn das deformierte Stück Blech, was ich mitgebracht habe, ist ein Symbol für die Kirche im Jahr 1517. Sie war deformiert. Teile waren verloren gegangen, andere Teile waren hinzugekommen, die gar nicht ursprünglich dazugehören. Diese Deformation wollte Luther beseitigen und deswegen hat er am 31. Oktober 1517 zu dem Thema 95 Thesen aufgeschrieben und an die Schlosskirchentür in Wittenberg angenagelt. Genau gestern vor 504 Jahren. These ist ein wissenschaftliches Wort für Kernsatz oder für Streitsatz. So hat Luther die Reformation ausgelöst. Offensichtlich sprach er mit seinen 95 Thesen vielen Menschen aus der Seele, die auch meinten, ja, so deformiert darf die Kirche nicht bleiben. Was Luther zu dem Thema als Lösung anbietet, ist ein richtiger Gedanke. Was nützt uns denn der glänzende Lack? Natürlich sind damals der Papst und seine Getreuen ganz anderer Meinung. Lassen Sie sich also von niemandem erzählen, dass Luther die Kirche gespalten hätte oder dass er sie gar von vornherein spalten wollte. Nein, richtig ist vielmehr, Reformation ist das Gegenteil von Deformation. Ich kann noch lauter reden. Bitte diesen Merksatz hinter die Ohren schreiben. Reformation ist das Gegenteil von Deformation und dabei immer an dieses zerbeulte Blech denken. Darfst du es jetzt abstellen? Und wer die Fremdworte nicht mag, der merkt sich eben, Rückgewinnung ist das Gegenteil von Verschandelung.
Reformation ist das Gegenteil von Deformation. Eine Frage ist bisher noch offen. Worin besteht denn diese Deformation, der Luther abgeholfen hat? Deformation herrscht, wo Fremdbestimmung regiert. Luther erkennt, die Kirche ist unter der Macht von Männern gefangen, damals waren es nur Männer, die sich nicht um das Seelenheil der Menschen sorgen, sondern nur ihren eigenen Vorteil suchen. Luther nennt das babylonische Gefangenschaft. Und deswegen schreibt er später auch ein Buch unter dem Titel Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Die Menschen in Deutschland sind unter der Fremdbestimmung einer Gemeinschaft im Ausland, die von sich selber sagt, unsere Meinung ist immer mehr wert als die im eigenen Land. Unser Recht bricht das Recht im eigenen Staat. Und die sagen das nicht nur, die tun es auch und ernten bisher keinen Widerspruch. So war das beim Verhalten des Papstes und seiner Kardinäle damals 1517. Das fegt die Reformation hinweg. Von Anfang an wird in der evangelischen Kirche der Gottesdienst in der Landessprache gehalten. Und jeder kann die Bibel in seiner Sprache lesen. In Deutschland natürlich auf Deutsch. Luther schafft die Vorherrschaft der selbsternannten Heiligen aus Rom ab und gründet die deutschen Landeskirchen. Weil Reformation ist das Gegenteil von Deformation, also Selbstbestimmung der Deutschen ist das Gegenteil von Fremdbestimmung. Eine weitere Deformation der Kirche ist der Ablasshandel in 3G. Gestiftet vom Papst, gezeichnet vom örtlichen Bischof und drittes G, gekauft von den Gemeindegliedern. In dem Zusammenhang muss ich theologisch werden. Dieses 3G ist Unsinn. Bei Gott gilt nur G. Groß G, wie Gnade. Ein angstfreies Leben ist eine Gnade, die uns Christus schenkt. Wir müssen sie nicht selbst erarbeiten und schon gar nicht Geld oder Wohlverhalten bezahlen. Weder als Ablassbrief aus Rom, noch als irgendeine Steuer oder als Bepreisung von Sünden. Aber das gefällt natürlich den Herren in Rom gar nicht. Denen geht es in erster Linie nicht darum, dass die Menschen angstfrei leben können. Die Kirche spricht von Seelenheil. Sondern die wollen ihre himmelstürmenden Projekte durchsetzen. Und dafür brauchen sie schlicht und ergreifend Geld. Reformation ist das Gegenteil von Deformation. Luther lehrt, unsere Freiheitsrechte sind Gnadengeschenke von Gott, nicht von selbsternannten Heiligen, an deren Legitimation durch Wahlen es sowieso mangelt im Jahr 1517. Das war immer schon so. Man muss den Menschen nur erzählen, das machen wir doch alles nur für euch, damit der Petersplatz bunter wird, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. In Wirklichkeit wollen die mit dem Petersablass nur ihren eigenen Ruhm mehren. Ja, das ist ja auch ein bestechender Gedanke, den manche Menschen gerne denken. Ich muss nur Geld geben und schon sind meine eigenen Fehler vergessen. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Hat vielleicht mancher schon gehört. Dass mich bitte keiner falsch versteht, es ist gut und es ist richtig, dass der Mensch seine Fehler wieder gut machen will. Aber Luther und ich sind skeptisch, wenn jemand sagt, wir wissen genau, wie das geht und wir schaffen das für dich. Wir werden alle sterben, weil wir Sünder sind. Und diese Menschen wissen,
was man dagegen tun kann? Die Antwort heißt Verzicht. Wir erinnern uns, öffentlich Wasser predigen, heimlich Wein saufen. So war das im Mittelalter. Wer das anprangert, wird als Ketzer angeklagt, wie Luther, oder wird gleich hingerichtet, wie Jan Hus. Wie kann man denn lehren, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er sie erhält, auch ohne unser Zutun? Ketzer, Ketzer, Neoketzer. Gott ist groß G, nämlich Gnade. Das muss ich mir gar nicht erkaufen, sondern kann ich im Gespräch mit ihm ganz persönlich ausmachen. Der Papst könnte mir das extra nochmal schriftlich bestätigen und der örtliche Bischof kann das auch unterschreiben. Aber sie dürfen kein Geld dafür verlangen und schon gar nicht sagen, die Gnade käme von ihnen selbst. Der Papst spendet keinen Segen, er spricht ihn nur. Aber das behauptet die Kirche 1517. Und das wird in der Geschichte immer wieder behauptet, dass wir nur bestimmten Menschen oder bestimmten Organisationen vertrauen müssen, die uns dann ein angstfreies Leben bescheren. Tatsächlich jagen sie uns aber von einer Angst in die nächste. Sie jagen uns vom gnädigen Gott weg. Sie jagen uns von einer Angst in die nächste. Aber der Lack glänzt und funkelt so schön. Gegen diese Deformation beginnt Luther die Reformation mit dem Thesenanschlag in Wittenberg am 31. Oktober 1517, also genau seit 504 Jahren. Reformation ist das Gegenteil von Deformation, bleibt unser Motto. Dankeschön, Frank.